Hey, wie geht's? Hier bin noch mich, Jesse, mit einer weiteren Folge von Mythopia. Ich heiße euch herzlich willkommen. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, haben den Geilen hier kennengelernt. Das Ekelpaket, Alfred. Den Dialog hatte ich euch schon vorgelesen. Ich würde euch nur noch mal den geilen Stecher da zeigen, ja. So, aber jetzt reden wir mit diesem Typen. Er sieht wunderschön aus. Was ist das für ein Hofnarr? Bürgermeister Vorbius. Ah. Willkommen, Abenteurerin. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Du hast sicher schon mit einigen Leuten geredet, ja? Ja. Anfangs ist eine schöne Stadt. Kein Wunder, wo ich doch Bürgermeister bin. Oh Gott, kommen die ganzen Leute mal online, wenn ich aufnehme. Huch! Was um alles in der Welt ist das? Ja, was? Wo? Wie? Was ist das, Mami? Psst, sei ganz leise, Gökran. Julia. Romeo. Das kann nichts Gutes heißen. Hä? Oh nein, das ist... Dunkle Fürst. Eine boshafte Kreatur, die aus dem Schattenreich Monster befehligt. Wieder ein Mi für die Rolle des dunklen Fürsten. Neue Stellen. So, wer ist der dunkle Fürst? Der wird ganz hässlicher. Warte mal, aus Vorlage erstellen, männlich. Oh ja. Oh ja, das wird geil. Oh ja, das wird herrlich. Doch das Geschlecht ineinander weiblich. Ah, weiter bearbeiten, ja. Oh Gott, ich habe mich verklickt. Frisurs nehmen wir denn für den dunklen Fürsten. So, irgendwas richtig, richtig Allmann-mäßiges. Was haben wir denn? Der dunkle Fürst Claudia. Oh, gibt's auch noch eine geile Nase für die Süße? Ich glaube, ich, oder? Nee. Ja. Das ist schon perfekt so. Augen. Oh, juhu. Ich habe das Gefühl, diese Lache hat Claudia. So, was gibt's noch als Augenbrauen? Ja. Yeah. Ja. Die Lieblingsfarbe von Claudia ist... Oh ja, weißt du... Ja, passt ihre Haarfarbe. Fertig. Dunkler Fürst Claudia! Sie wird euch alle zerstören! Dunkler Fürst Claudia. Oh nein, jetzt muss ich Dark Souls spielen.
bin der dunkle Fürst Claudia. Ich werde diese kleine, elende Welt nur in Angst und Schrecken versetzen und verwüsten. Was wir zu tun und die Masken vom Leib reißen. Und ich beginne bei euch, ihr Leute von Anfangs. Oh nein, nicht mein Gesicht. Ich werde euch lehren, was Angst bedeutet. Hier mein kleiner Vorgeschmack. Verabschiedet euch von euren Gesichtern. Nein, nicht die Grinse, Omi. Gökron! Mein Dönermann! Nein, Gökron, das ist schrecklich! Julia! Nicht der Hübschling! Oh, um Himmels Willen! Die Gesichter! Er hat sie geklaut! Nun gut. Das sollte fürs Erste reichen. Hört gut zu, elende Entstellte. Gökron. Ihr werdet ein sprachloses, aber dafür angsterfülltes Leben. Und ihr anderen, die ich dieses Mal verschont habe, stellt euch eure armen kleinen Freunde. Seht euch eure armen kleinen Freunde an. Was bleibt euch? Verzweiflung. Lebt wohl. Oder ja, lebt in Furcht. Claudia, was hast du nur getan? Claudia! Geht's dir gut? Alfred! Julia! Das schöne Gesicht von Julia. Oh nein! Jetzt kann ich hier nichts mehr ins Ohr säuseln. Gökron! Mein armes Mäuschen! Keine Panik! Keine Panik! Keine Panik! Ja. Oh, Abenteurerin. Ich flehe dich an, bitte. Bitte hilf dem armen Gökron. Ja, nur wenn der Döner wieder 3,50 kostet wie vorhin. Ein Häfchen. Oh, vielen, vielen Dank. Ah. Bitte, nimm das hier. Dieses alte Familienstück bringt Glück. Hurra! Antikes Amulett, okay. Ich habe so eine dunkle Vorahnung. Dass der dunkle Fürst noch in der Nähe ist. Könntest du außerhalb der Stadt nach ihm suchen? Du hast die Quest der Mutter angenommen. Oh nein, die Grinsomi kann nicht mehr grinsen. Fahr dir eine gute. Let's go. Lass Claudia auf Schnauz geben. Was nur noch zu sagen? Probius. Das kann doch nicht sein. Hilf uns doch jemand. Oh je, Mini. Ja, ich mach schon. Überlass es mir, ich werde Claudia verbochen. Flach am Tübel. Oh nein, Claudia! Da ist er wieder. Dunkler Fürst. Claudia. Da will wohl jemand die große Heldin spielen. Das Gesicht von Gökhan zurück. Ich meine, Gökhan. Meinst du vielleicht das hier? Ja. Hm, warum nicht? Nur eine klitzekleine Bedingung. Den hier musst du erst besiegen. Oh nein, es ist ein Zitronensorbet. Es ist ein Gökhan Zitronensorbet. Oh nein. Man sieht sich, falls du überlebst. Du bist so teuflisch, Claudia. Was soll ich jetzt denn tun? Ja, keine Ahnung. Iss doch einfach Gökhan. Oh nein. Das antike Amulett leuchtet. Es scheint auch zu sprechen. Ich habe echt zu viel.
Das ist zu verdroppeln, das tut mir leid. Jesse, kannst du mich hören? Nein. Oh, natürlich kannst du mich hören. Nur zu sehen bin ich nie. Ich bin Horst. Der über alles herrscht. Hallo, Horst. Echt jetzt? Bitte hör zu, was ich zu sagen habe. Du scheinst in Schwierigkeiten zu stecken, mein Kind. Soll ich dir ein bisschen helfen? Ja, los, Horst, wir machen ihn fertig. Sehr gut. Ich werde dich stark machen. Die Macht des Horst wird dir helfen. Ja, Horst! Hauk! Die Macht des Horst! Du kannst eine Klasse wählen. Klassen bieten spezifische Techniken, die dir Kämpfe gegen Monster erleichtern. Ah je. Such dir jetzt eine Klasse aus, die dir zusagt. Die Musik ist so engelsgleich, Alter. Klassen legen eine Rolle im Kampf fest. Manche eignen sich besser für den Kampf, andere eher für Silent. So typisches RPG-Rollenspielschutz. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann gerade nicht sprechen. Für jede Klasse gibt es spezifische Waffen und Kleidungsstücke. Natürlich können Aussehen und Kleidung jederzeit angepasst werden. Und nun viel Spaß bei der Klassenwahl. Krieger, Magier, die, wie sieht denn die aus? Oh mein Gott, sieht aus wie der eine vom Monster Hunter, was erst noch rauskommt. Riders, ne? Nee, Stories. Ihr wisst, es ist hier. Koch. Stories 2. Der Kai hat mich gerade nochmal korrigiert. Kocht gesund und schlägt aber hart mit der Pfanne zu. Ein Helfer mit harten Hieben. Fucking Popstar? Popstar. Rüttelt das Team mit seiner Energie auf und vereint es mit Gesang. Okay, Einstein Hornspiel. Oh mein Gott, ich hasse Sailor Moon! Priester. mit einem Stock. Dorime. Idealer Unterstützer kümmert sich mit göttlicher Magie um das verletzte Team. Magier. Ibims in Hogwarts. Schwingt das Schwert. Ja, ich bin Krieger. Ich bin aber sehr, sehr klassisch, was RPGs angeht. Ich bin irgendwie in die Kleriker oder sowas. Da 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 da. It's dangerous to go alone. Take this. Oh, hoppla. Nicht schlecht, Alter. Oh, so bist du gegen Monster, das. So du. Jetzt kämpfe, Jesse. Zeig, was du kannst. Das klingt einfach wie Final Fantasy zur Hölle. War mir ja nicht so rund. Soll dir nichts helfen. Gorkon ist Zitronensorbet. Jetzt wirst du sterben. Reiß dir dein Gesicht runter. Mini-Gorkrott-Schleim. Let's go! Aua! Okay. Süßes. Okay, hab ich nichts für mich. Angriff. Jesse ist dran. Aua. Gurka verbucht mich. Sterb! Wieso war? Ich hab ihn platt gemacht. Ich hab Gorkrotts Face. Oh, yippie! Ja, aber natürlich war ich siegreich. Ich bin Profi-RPGs. Erinnern? Was ist denn? Hat man jetzt Kampfanalyse? Ah, okay. Stopp. Ich gucke mir jetzt keine Analyse an. Nur ein paar Katze. Hurra! Zitronen-Zombie. Von Gokron. Ich hätte jetzt auf den gefallen, was ist los mit mir? Sehr gut gemacht, Jesse. Oh, Horst! Ach, war da nicht der Rede wert. Das Kind sollte nun auch in Sicherheit sein. Das läuft doch ganz gut. Jetzt kehre zur Stadt anfangs zurück. Flachlandhügel.
liebe dieses Game. Gokron, ich hab dir dein Gesicht mitgebracht, aber jetzt wieder Döner 3,50. Ich weiß Bescheid. Das ist wunderschön, Bruder. Oh, es kitzelt. Mann, da. Boah, ich bin zurück. Gokron, was für ein Glück. Geht es dir gut? Du bist doch nicht verletzt, oder? Nein, mir geht's gut, Mutter. Oh, was für eine Erleichterung. Vielen Dank, gütige Abenteurerin. Bitte nimm dieses Geschenk als Dankeschön. Krieg ich jetzt einen Döner? Ah, gut, 200 Geld ist auch gut. Bin ich jetzt wieder am Himmel? Horst. Ohoho. Wunderbar. Einfach nur wunderbar. So kann es weitergehen, Jessie. Deshalb habe ich auch eine weitere Aufgabe für dich. Ach, wirklich? Du weißt, was der dunkle Fürst Claudia getan hat. Es ist zwar grausam, ja. Es war eine riesige Schweinerei, um es mir auszudrücken. Deshalb komme ich nicht umhin, dich hiermit zu beauftragen. Ach, Scheiße, ne? Besiege Claudia und rette diese Welt. Tust du das? Die Frage war nur rhetorisch. Du bist mir schuldig. Ich hab dich an diesem Monster gerettet. Ja, okay. Ja, kann man machen. Deine neue Kraft soll dir im Kampf gegen Claudia helfen. Jetzt jage den dunklen Fürstenkrieger Jessie. Ich erwarte große Dinge von dir. Scheiße, Alter. Oh nein! Kriegt ihr mehr Gokron, Julie? So, dann würde ich aber jetzt auch mal wieder sagen, das war's. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Denn, haut da rein, ne? Tschüss.